Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Ja, und damit willkommen zurück bei A Plague Tale. Wir sind hier in Kapitel 10. Der Titel ist Der Weg der Rosen. Wie ihr mitbekommen habt, wir sind in der Universität. Das haben wir im letzten Video geschafft. Und ja, sollen jetzt mal uns hier hindurchfinden. Rosen. Rosen ist das Stichwort. Wir werden mal schauen. Ja, hier hinten gibt es nichts. Irgendwie liegen hier wild verteilt die Bücher überall rum. Das ist nicht so schön. Ich denke, es wird dem Bibliothekar nicht so gefallen. Aber schöne Fenster haben sie. Einen schönen Kreuzgang hier. Ja, da blinkt was. Gucken wir mal, was das ist. Stoff. So, und hier wieder Eingang. Okay. Eine Tür. Und ein Gang. Also ich sammle jetzt erstmal das ein. Schadet ja nichts. Und dann gucken wir mal, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Verschlossen. Jo. Hat sich gelohnt. Gut, das haben wir hier schon eingesammelt. Schauen wir uns mal hier um, ne? Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Okay, scheint aber nicht so. Als ob der Gang hier wieder drin mündet. Also hier. Der hier. Oder doch? Das ist die Tür. Gucken wir mal, was hier ist. Denn das führt ja weg. Oh, auch verschlossen. Was? Was ist das da? Schwefel. Und Alkohol. Ja. Alles verschlossen. Ja. Damit ist der Weg ja klar. Was war das jetzt zum Geräusch? Ist wahrscheinlich sie selber, oder? Ach, und das ist die Tür, ja. Die von dem Eingang aus hier hinführte, wo ich dann rechts abgebogen bin. So, was ist jetzt hier noch? Nichts. Hier blinkt auch nichts. Das heißt, wir müssen wohl da lang. Da, die Banner. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, top. Und das war die andere verschlossene Tür. Wie viele Tage
sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Da oben blinkt irgendwas. So, kriege ich dich. Ich bräuchte bald wieder Steine. Apropos. Keine Ratten. Merkwürdig. Steine. Und Episanguis. Immer gern genommen. Schauen wir uns mal hier weiter um. Da oben blinkt was. Hier zur Seite blinkt was. Schöne Kronleuchter. Ja, Musik stoppt. Da. Dorf ist immer gut. Nichts. Da oben, okay. Was hat er? Na, hier war doch was. St. Peter. Okay, ein Wägelchen zum Verschieben. Mal ob hier noch irgendwas ist. Da. Kann man auf jeden Fall wieder ordentlich was einsammeln. Und da oben ist ja noch was. Ich denke fast, da ich dafür das Ding da verschieben muss, ne? Das machen wir doch glatt mal hier. So. Das war jetzt nicht ganz so schwer herauszufinden. So, da ist die Tür. Die hat geleuchtet. Da hinten ist auch noch was. Kiste. Perfekt. Kann ich dann wieder was basteln? Einfache Handzahmen sind dadurch für die Zeit, die zur Vorbereitung der Munition benötigt. Verlängert die Wirkungsdauer von Odoris Luminosa. Ich glaube, dass. Ist praktisch. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Jo. Jo, noch was drin. Sehr schön. Jo, dann führt uns wohl der Weg weiter durch diese Tür hier. Ja? Mal kurz die Aussicht hier genießen. Schön. Mal, was hier weiter ist.
ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause hier. Das Ding ist abgestürzt. Genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Ja, da hat er sich wieder gefangen. Das Tinera ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Ja, wollen wir mal schauen. Erstmal so ein bisschen Überblick verschaffen. Da liegt das. Okay, okay, okay. Also erstmal runter. Hier oben ist ja eh nichts. So, ein bisschen orientieren hier. Uns nicht an. Wenn ich den jetzt hier vorne wegputze, dann kriegt er da hinten das höchstwahrscheinlich mit. Aber ich kann ja mal mich ganz dezent voranschleichen. Jo. Muss ja irgendwie klappen. Mal gucken. Den jetzt hier von hinten. Das, wer bist du? Oh, Scheiße. Machen. Vom Grundprinzip war das ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Warte mal, ja. Okay, habe ich nichts. Zurück. Hat sich das noch? Oh. Wir sind Eindringlinge. Oh, diesmal hat er nichts mitbekommen. Das ist gut. Weiter. Oh Mann! Seid vernünftig und kommt aus eurem Loch gekrochen. Ich sagte doch, ich kriege euch. Ja, jetzt aber so, dann muss das Thema so erledigt werden hier. Ja.
Gut, gut. Dann gucken wir uns jetzt mal hier um. Hier liegen ja so ein paar Sachen scheinbar. Episanguis. Steine. Salpeter. Noch was. Leder. Episanguis. Gut, gut, gut. Sonst noch was? Nö, sieht nicht so aus. Jut, jut. Wenigstens kommen die verfluchten Ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn ich die Rosen jetzt mal selber gesehen hätte. Egal. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Ach, da sind sie ja. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. An. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Mal gucken, ob das klappt. So, hier geht's nicht weiter. Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. So, ich soll da durch höchstwahrscheinlich, aber... Komm. Guck mal, ob ich da hinten lang schleichen kann. Da sind Ratten. Da habe ich noch was, okay. Oh, noch mehr. Auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt, hier hinzugehen. Das wird ja auch irgendwie... Die Wache, wenn ich die Ratten benutze. Ja, ich denke genau das ist, ja. Also wenn ich... Ich stehe ja hier... Verschwindet. Das ist falsch hier. Ich kann euch... Warte mal, ich kann euch ja locken, oder? Man muss eben Acht geben. Perfekt. Leicht. Mal schauen. Kann ich jetzt einfach dran vorbei? Ist hier drin? Oh, da blinkt was. Ein Gänseblümchen. Du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Wir tun das für Hugo. Oh, dann schauen wir mal. Oh, fuck. Das wird aber... Ah, doch nicht so knapp, wie ich dachte. Dieses Ding. Wird es am Ende alles bedecken? Wahrscheinlich.
das und das. Ich jetzt schon hier eine Sparstange. Nein, ne? Nicht genug Material. Gut, 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 gut. Also denke ich, geht es dann nach links weiter, oder? Sieht ja so aus wie ein Gang, durch den ich durch soll, nicht wahr? Ja, super. Ist nichts, nichts. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Ja, offensichtlich. Ja, zurück kann ich auch nicht, aber da, vielleicht kann ich hier an der Seite vorbei. Ja. Wie haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Da ist noch was. Okay, hier geht's nicht weiter. Zwei Stück mit Helm, das ist aber fies. Ich hatte gedacht, sie gehen anders lang. Wisst schon. Meine Herren, ey. Schwefel und Episangios. Sanguis, nicht Sangios. Naja. Schauen hier. Genau, ich habe richtig gesehen. So, okay.
hin? Die Wachen nebenan. Das wird die Ratten beschäftigen. Ach, guck an. Ja, schon. Ups. Ein kleiner Hinweis. Das heißt, er wird Rattenfutter. Ich habe lange keine Rosen mehr gesehen. Na, was? Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Verdammt. Ich wollte hiervon noch ein bisschen was herstellen und dann das Zeug einsammeln. Na gut. Nee, ist ja keiner. Hier, ne? Schöne Aussicht. Bei schönem Wetter bestimmt perfekt. Da liegen noch ein paar Sachen rum. Achso, die Werkbank, die interessiert mich ja nicht mehr. Jetzt hier kann ihre Schleuder verwenden, um einen Luminosa zu werfen. Ding mir das ja genau. Jetzt abfeuern, ohne dass sie zerbrechen können. Klemme her. Das sieht schon viel besser aus. Auf jeden Fall. Können wir direkt noch ein bisschen mehr. Achso. Hat schon alles eingesammelt, was hier ist. Jetzt nicht weiter. Also hier. Schauen wir mal. Was ist das? Ja, hervorragend. Eine Neuigkeit über unseren jungen Hugo de Roon. Senior Nicholas ist weiterhin auf also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich. Ganz bestimmt. Das Episongus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort. Schnell,
Ich darf sie nicht verlieren. So. Was? Nicht verlieren? Okay. Wo geht's denn hier runter? Hier. Rodrik, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Wird schwächer. Wie lange kann das Episanguis den Biss in Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Das nehmen wir auch direkt mit. Holla. Hier stehen ja. Welche? Die Wachen das mitkriegen? Ich weiß es nicht. Endlich! Ich hatte dich gewarnt. Oh, Scheiße. Dann halt so. Was ein Glück, dass wir das Somnum haben. Okay. Da hinten blinkt was. Blinkt sonst noch was? Ein bisschen umschauen hier. Blinkt nicht da. Der hat doch sicherlich auch noch was. Oder auch nicht. Da ist noch eine Schnur. Und sonst? Musik jetzt immer so abrupt aufhört. Weiß es nicht. Schauen wir mal. Er hat also die Tür gebaut. Ja. Und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Oh, das ist schon mal praktisch, dass die hier. Ich habe viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Was haben wir denn hier oben? Da ist auch noch was, aber wie? Okay, dann muss ich den Kameraden hier erledigen. Oh, ihr macht euch. Ja, das klappt ja auch manchmal. Gut, musst du irgendwas einsammeln können? Nein. Du bist ein geiziger Vogel. Ist auch noch was. Scheiße, falsche Richtung. Oh, wie seltsam. Nee. Scheiße. Erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Ist sonst noch irgendwas? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? Nein. So läuft das Spielchen also. Okay.
bisschen umschauen. Ist da noch was? Nein. Okay. Noch nix. Die Arbeit. Ihr habt den Boden ruiniert. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Mit dem Gefangenen, das habe ich ja hinter mir. Okay. Uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten, sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Lasst dir nicht so viel Zeit. Ach, guck mal. Da leuchtet was. Den kenne ich. Komme ich aber nicht hin. Komm schon. Ein bisschen nach hinten gehen vielleicht. Dann erreiche ich den vielleicht besser. So, jetzt müsste der Winkel passen. Jo. Jo. Der hat es wohl hinter sich. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Was? Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Alter! Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Okay, also, wir wissen jetzt kommen. Warte ich schon. Seit zwei Tagen. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Ich hab es fast. Beeil dich. Komm schon, komm schon. Ich hab es. Los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Mann, Mann, Mann. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Ja. Wir müssen sie irgendwie aufhalten. Super. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Mach sofort auf! Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Kiste. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise.
Oh, wow. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Rosen, das muss es sein. Ich muss da hoch. Was haben wir hier? Versteckt, was haben wir da? Seil, okay. Können wir es verschieben? Was jetzt gerade noch alles aber eingeklemmt, wie es aussieht. Erstmal umgucken. Wir müssen aber wieder, das ist ja schon gelernt. Das, das lasse ich lieber, wo es ist. Wir müssen ein neues bauen. Nö. Schön umgucken. Ja, guck mal, es lohnt sich immer wieder doch. Kann ich jetzt was bauen? Nein. Okay. Jetzt die Frage. Also, scheinbar soll es ja hochgehen. Und damit ich hochkomme, brauche ich einen Weg nach oben. Idealerweise ja das Ding. Ach, sie steckt fest. So sieht's aus. Ich brauche etwas zum Hochklettern. Ja, das habe ich gerade schon gefunden. Das ist da. Also, die Hebel sind ja nicht ganz ohne Grund hier. Schauen wir mal. Kannst du mir helfen? Schon gut, schon gut. Interessant. Oh, die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Na, den hier. Jetzt! Ja. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Ja. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir haben ja schließlich unseren Rollwagen hier. Perfekt. So. So, dann kommen wir jetzt hier hoch. Übrigens, ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. Ja. Das war jetzt nicht der Plan, aber... Gut. Also los! Ist recht. Ja, läuft.
Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Halt! Sofort! Also los! Ja. Hervorragend. Oder so. Wenn er jetzt loslässt, dann muss da weg, Amicia. Weg da, Amicia. Du stehst im Weg. Warte. Recht. Zu tief. Wir müssen etwas darunter tun, damit es nicht runterfällt. Ich finde schon etwas. Ah, das war der Hinweis. Drunter stellen. Doch ihren Sinn hier. Komm schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Sofort. Ich weiß nicht, ob der es war. Nein, halt! Ja. Also los! Hört sich gut an. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Das könnte klappen. So. Und nee. Ja, dann wieder was kurbeln. Jetzt! Sofort. Jo. Können wir hier hochklettern. Perfekt. Gut so. Fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Da ist es. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Nicht jeden Augenblick. Sie sind schon da. Ich kenne dich, Amicia de Hoon.
Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Sehr beruhigend. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten. Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen. Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Wer auch immer. Wie auch immer. Wo auch immer. Okay. Komm. Lauf nicht so schnell. Vielleicht ist da ja irgendwas, was ich gebrauchen kann. Alter. Bereit? Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Ducken, ducken. Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. So. Wie konnten wir nur so sehr die Rüstung? Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein okay. Zeichen. Machst du das, Roderick? Das ist für meinen Vater. Wow. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Da, das sollte ich mal vorsichtshalber herstellen. Guter Schrein, ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Wie auch immer. Ohoho. Jetzt aber schon knapp. Na, da.
Schleuder. Da bin ich mir ganz sicher. Erledige ihn. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Ja. Okay. Aber der muss ich trotzdem gesehen haben, ne? Was soll's. Was bringt er noch? So. Mitnehmen. Gucken wir uns mal hier um. Sonst noch was hier? Da. Manchmal schlecht. Vielleicht können die dir helfen. Naja. Ja, vorsichtig hier gehen. Ich hasse es, hier rumzustehen. Zwei. Und zu tun. Jeder übernimmt einen, in Ordnung. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Die Wache. Du wirst bezahlen. Was ist los? Da habt ihr alles. Gute Arbeit. Ich hab mich wohl etwas Job. Gehen lassen. Sanguis. Steine. Hier noch. Ups. Ja, aber davon brauche ich jetzt erstmal nichts. Schleunig die Munitionsherstellung. Damit sind wir am Anfang, ich verpasse die Zeit bis ich hier rum. Das sollte mir die Sache erleichtern. So, geht's hier raus? Wahrscheinlich nicht. Nee. Hier lang. Geschlossen. Okay. Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Frische Luft. Ich rieche Feuer. Nur offensichtlich. Scheiße. Meine Güte. Ach du Feuer. Haben wir. Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten, das hat mir gerade noch gefehlt. Okay. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist es wert. Nur auf das Feuer zielen. Kann Feuer löschen. Stimmt etwa? Jo. Es hat nicht zu mir. Das ändert alles. Vor allem für sie. Schön. Und da hinten ist auch was zum Einsammeln. Sehr praktisch. Schön weit im Bogen gehen.
Sag mal, hier hübsches. Alkohol und. Gut, gut, gut. Ups, dann war es richtig. Dann schon mit da, blieb noch was. Schön, schön, schön. Das können wir immer gebrauchen. Tja, kommen wir nicht durch. Dann soll das wohl hier weiter lang gehen. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Die Kinder. Die Finger kriege. Wo ist er denn? Da. Okay. Schön, 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 schön. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Okay. Scheiße! Du brennst! Du brennst! Verdammt! Nein! Nein! Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Ja. Ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Mal sehen. Sehen wir mal. Scheiße. Augen offen halten. Eindringlinge, seid wachsam. Hey, wenn man stillhält. Nein! Laufen. 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 Okay, soll es wohl anders funktionieren. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Mal schauen, wo habe ich denn hier? Da sind Ratten. Wenn ich die jetzt...
das hat auch nicht geklappt. Ja, Junge, sonst kannst du den doch auch erledigen. Was soll der Scheiß? Lauf. Lauf. Super. Werfe. Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Klappt nicht. Schauen wir uns mal um, ob hier hinten noch irgendwas ist, was wir brauchen können. Na, schau mal. Das hilft jetzt auch nicht wirklich weiter. Amicia, die Helme. Das war keine Peitsche, oder? Sehen wir nach. Na gut, aber keine Dummheiten. Alarm! Ach, nee. Freue ich mich auch. Die Sachen jetzt hier schon eingesammelt? Na. Das werde ich brauchen. Guck mal da. Hab ich gerade nicht gesehen, da ist eine Vase.
Sie sind zurück? Das sehe ich mir an. Der ist für dich. Verlass dich auf mich. Na gut. Schön. Hat geklappt. Hab ich mir schwieriger vorgestellt. Ja, ich mir allerdings auch. Oh, da liegt was. Stopp. So, ist hinten da hinten auch noch was. Alles gerade nicht gesehen. Sehr schön. Jetzt einfach reingehen? Müssen wir wirklich da rein? Ja, tief Luft holen. Geht. Ah, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Oh, was? Oh Mann. Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf dein Buch auf. Hier, kümmere dich nicht um sie. Oh Gott. Ja, das ist ja. Komm schon, hörst du mich? Mach auf! Die Hölle. Meine Herren. Verschlossen. Dahinter brennt es. Bleib zurück. Was tust du da? Öffne sie. Ulrich, geht's dir gut? Ja. Lauf, wir sind fast da. Oh. Nach links. Ah. Oh, das Feuer hat sich aber gut ausgebreitet. Ja, ich denke, das war's damit. Nie dürfte wohl Geschichte sein. Ja, und Kapitel 10 ist damit auch Geschichte. Das haben wir erfolgreich erledigt. Ja, und wie gehabt, der erste Einstieg für das nächste Kapitel. Da, sie ist zurück! Amicia! Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht, oh ja. Riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik, aber psst. Das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Jo. Das denke ich auch. Du auch. Komme. Drei Wochen später, meine Herren, okay. Dezember 1348. Damit würde das elfte Kapitel beginnen. Wir machen aber jetzt erstmal hier eine Pause. Es ist nichts. Und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.